Willkommen zu einer weiteren Folge Juice 2 hin. Wir haben in der letzten Folge eine Visualisierung freigeschaltet oder Visualisierungsmod. Dazu gehen wir gleich mal in die Werkstatt und schalten dieses natürlich auch frei. Das Auto ist in dem Fall erstmal egal. Y. Eis. Schalten wir frei. Aufkleber. Schauen wir mal, was dieses Eis ist. Aufkleber hinzufügen. Das müsste Airbrush, glaube ich, sein. Genau. Eis. Könnte man damit vielleicht was anfangen? Wenn dann auf beiden Seiten. Aufkleber bearbeiten. Bisschen drehen vielleicht. Eine Größe ändern. Eine Position ändern. Und den Spitz vielleicht nach hinten lenken, würde ich sagen. Oder machen wir ihn dahin und legen ihn nach hinten. Na, Moment. Dahin. Vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. So, hinten über dem Radkasten drüber. Ja, könnte man. Oder aus dem Tankdeckel heraus. So, besser, würde ich sagen. Gut, drüben haben wir keinen Tankdeckel, aber das macht ja auch nichts. Ich würde sagen, es gefällt mir an der Stelle besser. Aber wir legen den weiter nach hinten. Fertig. So, dann fertig. Jetzt. Schichtoption. Ausschneiden. Einfügen. So, jetzt ist er unter den Sponsorenaufklebern. Das können wir so lassen. Nein, nicht verwerfen. Zur Kasse. Ja. So. B zurück. Das heißt, wir haben schon wieder genug gemacht an dem Auto. Wie sieht er denn jetzt so aus von der Seite? Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das denn jetzt. So, ich würde mal sagen, wir gehen gleich wieder in ein Rennen und dann machen wir weiter. So, was haben wir denn so als nächstes? Beliebiges Drift-Event, brauchen wir ein anderes Auto. Team Rundstreckenrennen. Nehmen wir doch das. Ist gesperrt. The Ripper. Earthroamer. Ja, wir nehmen Lethal Rush. Schöne deutsche Strecke. Passt. Auswahl. Er fährt mit. Ach, fährt nur einer mit. Na gut. Gut. Naja, die ist gar nicht mal so lang wie die letzte, die wir gefahren haben in der letzten Folge. Sollte es eigentlich also weniger das Problem sein. Drift Elimination? Ich dachte, wir fahren ein normales Teamrennen. Ist nicht das richtige Wort, um diese Strecke vorzustellen. Macht euch darauf gefasst, zuzusehen, wie Lethal Rush die Fahrer zum Frühstück verspeist. Okay, Leute, das ist einfach zu verstehen. Zeit für ein weiteres Rundstreckenrennen. Gut, wetten können wir nicht im Team. Also geht's los. Das Skyline hat einen schönen Vorteil, er kommt gut vom Start gleich weg. Hat aber den Nachteil, dass er halt wenig Nitro aufbaut. Mann, rauf auf die 4! Er knallt mit hohem Tempo vor die Wand, oh mein Gott, wie abgefahren! Gut. Und er hat durch den Allrad sehr guten Grip in der Kurve. Problem ist, wenn er den Grip verliert.
Allein wenn wir so leichten Bodenkontakt haben, keinen Bodenkontakt mehr haben, dann war es das natürlich für das Auto. Das ist mal ein ordentliches Nitro-System, das Wagen 4 da auspackt. Wagen 5 gibt einen Platz ab. Wagen 3 rutscht eine Position nach hinten. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein zweites Auto holen für die Driftrennen. Autoteile liegen überall auf der Strecke. Heute gehen die Fahrer auf Tuchfühlung. Ah. Kurve nicht gekriegt, mein Fehler. Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit. Wagen 6 fährt mit hohem Tempo vor die Wand. Übel. Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Das müssen wir uns für das Best-of aufheben. Ja, lohnt sich nicht. Wagen 2 ist auf dieser Strecke zu Hause. Eine persönliche Bestzeit. Wagen 8 im Rückwärtsgang. Seht euch die Drift-Technik von Wagen 2 an. Spaß am Metall verbiegen. Wagen 3 hat gerade die Wand geküsst. Ja, ich auch. Hoppla, das kam unerwartet. Wagen 6 ist gerade in eine Wand gekracht. Ein sauberes Überholmanöver von Wagen 6. Schaffen wir es überhaupt noch auf Platz 1? Nein, wir haben das Teamrennen verloren, weil mein Team nicht schnell genug war. Also wiederholen wir das Ganze. Normal ist mein Teamkollege eigentlich ein bisschen fixer. Falsche Taste. Ein sauberes Überholmanöver von Wagen 6. Wagen 5 geht auf die 3 und holt einen Platz auf. So, die Teamposition müssen wir halten. Das war jetzt gerade nicht so schön, dass wir da nicht gewonnen haben. Also nochmal das Ganze. Durchgeknallte Nitro-Action von Wagen 7. Rauf auf die 4. Wagen 3 braucht jetzt wohl eine Generalüberholung. Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Hatte ich? Das müssen wir uns für das Best-of aufheben. Ich hatte einen Unfall mit der Wand? Runter auf die 3. Eine Position nach hinten. Ja, Kurve wieder nicht gekriegt, das ist doch nicht. Ich muss gleich mal gucken, wie in den Optionen die Tasten für die Teammitglieder sind. Drift-Einlage von Wagen 6. Ich wette, Wagen 4 wollte das nicht. Wenden sollte man aus dem Weg gehen. Wagen 4 ist auf dem Weg nach hinten. Wagen 5 ist heiß. Ah, Mist. So war das jetzt nicht geplant. Wagen 1 ist auf dem Vormarsch. Wagen 2 setzt Nitro ein und fährt am Limit.
Normal brauche ich mich um meinen Teamkollegen keine Sorgen machen, aber im letzten Rennen hat das irgendwie versaut. Wagen 8 verheizt sein Nitro und schmelzt alles hinter sich ein. Schauen, wie es jetzt aussieht. Das ist ein Rückschlag für Wagen 7. Ja, geht doch! Gut, bis der nächste ankommt, das dauert wohl noch eine Weile. Na bitte, jetzt haben wir es hingekriegt. So, würde ich mal sagen, weiter diesmal. Und dann gehen wir in die Werkstatt von Schnell. Jetzt gehen wir zum Händler und holen uns erstmal ein weiteres Auto. Wunderbar. Team-Rundstreckenrennen gewonnen. Aber jetzt brauchen wir ein Driftauto. Es gibt jetzt Leute, die würden sagen, nimm doch den Skyline. Kann man auch mit driften. Ja, das geht. Aber ich habe es auf einem anderen Account nochmal probiert. Driften mit dem Allrad ist nichts für mich. Oder zumindest nicht mit Tastatur fahren. Deshalb gehen wir zum Autohändler. Gehen nach Toyota. Wo immer der Toyota ist jetzt. Da ist Toyota. Und holen uns eine Supra. Ja, ist gut. Mit dieser Supra gehen wir in die Werkstatt. Moment. Den nicht. Den, ne? Gut. Auswahl. Moment. Aufkleber. Speichern. Speichern. B zurück. B zurück. Nochmal zurück. Werkstatt. So, das ist er nicht. Auswahl. Aufkleber. Laden. Weil den Aufkleber können wir auch hierfür nehmen. Laden. Aufkleber können alle so drauf bleiben, wie sie sind. Sie sind zwar unten ein bisschen abgeschnitten, aber das passt trotzdem noch einigermaßen an das Auto. Und deshalb bleibt das auch so. Müssen wir das verschieben. Nein. Können wir so lassen. Man sieht die Sponsorenaufkleber zwar nicht sauber, aber das ist eigentlich auch halb so wild. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Werkstatt und machen erstmal die Leistungsmods. So. Auto bearbeiten. Paket installieren. Auto bearbeiten und jetzt noch das Gewicht optimieren. Wir sind soweit fertig. Ja. Aber erstmal Lackierung, Änderung verwerfen. Ja. Visuelle Mods. Breitbaukit. In den Einkaufswagen. Und schon passen die Aufkleber wieder. So. Rücklichter. Was gibt es denn da für Rücklichter? Nur von Juiced? Dann lassen wir Originalen drin. Kofferraum. Juiced? Brauchen wir auch nicht. Flügel. Jetzt muss natürlich ein anderer Flügel drauf. Gibt es auch welche in hübsch? Der könnte mir gefallen, also der von ED.
Stehen in Flach. Wir nehmen den. Felgen. Ich muss natürlich vernünftige Felgen haben. Dann gehen wir wieder bei OZ rein. Und kriegt erstmal gleich große Felgen. Seitenschwelle haben wir. Scheinwerfer, was haben wir denn dafür? Juiced. Wir nehmen die in Wagenfarbe. Motorhaube brauchen wir nicht. Zur Kasse. Mods kaufen. Sicher, ja. So, Lackierwerkstatt. So, A. Und den nehmen wir so, wie er ist denn. B zurück. Nein. Y zurück. Ja. Das sieht doch gut aus. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Wir haben das neue Auto fertig. Und fahren dann in der nächsten Folge damit rennen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss.